Irgendwie habe ich jetzt so langsam das beschleichende Gefühl, dass ich in diesem Dungeon stärkere Bomben kriege und erst dann den Boden hier aufsprengen kann und so quasi die Decke über dem Boss aufsprengen muss, um dann so surprise-mäßig von oben herunter zu segeln. Weißt du? Das klingt witzig. Wait, wo will ich jetzt überhaupt hin? Hol mal gleich mal ein magisches Puder raus und streu es mal schnell auf den Totenkopf, der auf dich zukommt. Ja, lass mich erst gucken, wo ich hin wollte. Wo war denn das mit den Schaltern im Raum? Rechts neben mir oder rechts unten neben mir? Rechts neben dir. Muss nur gleich ein bisschen aus der Tür gehen, damit du es auch einsetzen kannst. Du standest immer noch in der Tür. Das habe ich dann gemerkt. Ich habe sie nicht eingefangen. Du hast sie gefressen. Aber ich mag diese Blobbel da nicht. Jetzt kannst du wenigstens mit deinem Laser angreifen. Was? Was ist los mit denen? Und ich kann ich die treffen, wenn die da drin sind? Jetzt gerade irgendwie schon, weil die sich irgendwie verbuggt haben. Okay. Also du kannst sie nur treffen, wenn sie außerhalb sind, aber jetzt gerade haben die sich irgendwie da festgebuggt irgendwo. Es ist nur an dieser Stelle hier ein bisschen kacke. Okay. Ah, hier, das ist der Raum. Genau. Kümmern wir uns erstmal kurz um dich. Der hat viel ausgehalten. Um Gottes Willen, könnt ihr bitte alle in meine Schussbahn kommen? Ja? Gottes Framerate. Braucht keiner. Ich glaube, der eine, weiß ich nicht. Okay. Da geht's runter. Moment, lass mich noch mal auf die Karte gucken. Unten? Keine Ahnung. Ich glaube, war die Tür blockiert oder so? Und rechts war, glaube ich, auch die Tür zu. Das heißt, eigentlich möchte ich gleich, wenn dann eher in den Keller. Denke ich. Und ich glaube, da war ich noch nicht. Mir fehlt ja immer noch sowas wie ein Dungeon-Item. Also der Dungeon ist ein bisschen verwirrend. Kann aber auch an mir liegen. Muss ich nach da unten? Ja. Ein Schlüssel wäre nicht schlecht. Wo zur Hölle bin ich eigentlich jetzt gelandet? Im Keller. Also ja, aber... Da war auch noch eine ganze Etage. Jetzt habe ich gar keine Orientierung. Rechts, links von mir ist der Raum, wo ich gerade runtergeslidet bin. Weiß nicht, wo ich hin muss. Also irgendwas Cooles ist hier in dem Keller noch. Ist das hier eine... Ah. Oh, ist auch wirklich eine Schlüsseltür, oder? Zum großen Schlüssel. Ach so. Ja, aber ohne großen Schlüssel geht man hier ja wohl nicht in den Keller. Nö, eigentlich nicht. Oh nein. Sag mir nicht, dass ich die rauseskortieren muss. Nun, Schlüssel. Guten Tag.
Oh, vielen Dank, du hast mein Leben gerettet. Bitte bring mich nach draußen. Kann die sterben? Kann die, wenn die getroffen wird, landet die wieder hier? Muss ich die tragen? Ich habe keine Ahnung. Was ist jetzt hier über mir gewesen? Ach, der Raum. Da komme ich nicht raus. Wofür existiert diese Tür? Um da durchzugehen. Ja, aber... I mean... Da... Oh, kann das ja doch anheben. Never mind. Irgendwie dachte ich, er könnte nicht. Aber... Irgendwas ist da ja unten links noch gewesen. Du bist auch nicht hingegangen. Moment. Okay. Was ist das denn? Ein Fallenraum. Hier ist ja nichts. Und jetzt sind die alle da oben. Bombos! Nun, das geht natürlich auch. Ich sehe das nicht ein. Tschüss. Legit move. Finde ich halt auch. Jetzt muss ich trotzdem nochmal nach da unten, ne? Aber diesmal habe ich ja einen Schlüssel. Ah, hier ist es dann schon ein Item. Was die ganze Zeit verzweifelt gesucht. Ah! Kann ich wieder rausgehen? Das hört irgendwie nicht auf. Was? Irgendwie dachte ich, es würde sich resetten oder so und dann kann ich da einfach hinlaufen, aber irgendwie ist das nicht passiert. Das sind keine stärkeren Bomben. Okay. Aber die Titanhandschuhe. Ja. Ich hatte irgendwie mit stärkeren Bomben gerechnet. Aber okay. Du bist auch ans Ziel gekommen. Das stimmt. Die habe ich automatisch, ne? Mhm. Das heißt, jetzt habe ich aber hier unten alles gemacht. Mhm. Also ich könnte jetzt zum Boss. Aber der war ja nicht da. Ich könnte erstmal wieder nach oben gehen. Weil ich glaube, das ging von hier aus schneller. Und angenehmer. Ja. Wie heißt die eigentlich, die ich dabei habe? Hat die einen Namen? Isolde? Ich habe keine Ahnung. Habe ich mich nie gefragt. Und jetzt ist theoretisch rechts von mir der Boss. Ansonsten kannst du einfach, keine Ahnung, Barbara Lindner nennen oder so. Ich werde mal hier nochmal ein Save machen. Aber irgendwie wundert es mich noch, weil ja dieser eine Gang oben über dem Boss ist, wo der Boden so verhältnismäßig unsicher aussieht, aber irgendwie. Oh. Ist der jetzt einfach da? Nö. Mhm. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt wirklich so Karabanga-mäßig von oben kommen? Oder muss ich die einfach wirklich rausbringen? Probier, was du möchtest. Kann ich mit dem Spiegel mich an den Anfang porten und sie kommen mit? Ich glaube, wenn du das machst, resettet sie sich und landet wieder im Kerker. Das kann die eigentlich. Ich habe halt keine Lust, jetzt wieder komplett rauszulatschen und dann ist das falsch. Weißt du? Mhm. Dann wiederum, jetzt habe ich die Titanenhandschuhe bekommen. Hilft mir aber auch nichts, um Karabanga-mäßig von oben runterzukommen. An sich. Weil da ist der Boden kaputt, so. Der war nur rissig. Kaputt war er nicht.
Ja, aber wenn ich ihn mit der Bombe nicht aufsprengen kann, bezweifle ich, dass ich ihn irgendwie mit einem Faustschlag jetzt öffnen kann, weißt du? Hast du versucht, ihn aufzuspringen? Ja. Scheinbar nicht gut genug. Wo kam ich denn? Wahrscheinlich irgendwie hier. Seid ihr denn jetzt auch alle wieder da, ey? Boah, war das von hier? Wo war denn der Weg nach oben? Ganz links? Also muss ich noch weiter? Ich glaube, du kannst zumindest hier nach oben gehen, um so ein bisschen abzukürzen. In der Theorie... Wenn du nicht gegegnet bist. Okay. Der Rückstoß auf Doom einfach. Und jetzt nach hier, oder? Ja. Jetzt nach oben? Ja. Der wollte mich, hast du es gesehen? Mhm. Und jetzt nochmal nach ganz oben. Mhm. Ich darf nicht nach oben. Wenn du weitergehst, fragt sie dich immer noch. Sie hat gesagt, ich soll da nicht lang. Oh, interessant. Und dann ist sie abgehauen gerade. Bin ich wieder alleine. Schon frech. Ist sie jetzt wieder im Kerker? Das weiß ich nicht. Wenn sie jetzt wieder im Kerker ist, bin ich sehr pisst. Bin ich hier aber wieder falsch. Oder muss ich erst den Boss besiegen und die dann aus dem Kerker holen? Ich habe dich ja halt extra gefragt, damit mir das nicht passiert. Also ich sag mal, du bist nicht falsch hier. Ich habe ja extra, ne, das in den Raum gestellt, weil ich jetzt weder komplett zum Eingang mit ihr latschen wollte, damit sie mir dann sagt, du musst erst den Boss besiegen, noch damit ich zum Boss latsche, damit sie wieder im Kerker landet. Oh Gott, mein Lieblingsraum. Als ob der jetzt in dem Moment nach unten gelaufen ist. Schon frechdachs. Irgendwie, weiß ich nicht. Also die erste Hälfte von dem Dungeon fand ich noch okay, weil ich mich da tatsächlich wieder erwartend recht gut geschlagen habe mit meiner Orientierung. Aber jetzt so die zweite Hälfte finde ich ein bisschen belastend. So mit diesen Blobbeldingern. Die sind nicht so meine Freunde und die Heuschrecken und so. Ja, aber ich müsste ja irgendwie, wenn dann dahin zu dem Loch. Aber das geht hier auch nicht. Weil das wäre ja, wenn dann das Loch über dem Boss. Mhm. Aber da komme ich ja auch nicht hin. Das nicht. Aber du kannst trotzdem hier noch was machen. Den Tisch anheben? Nein. Eigentlich schon seltsam, warum du es nicht kannst, jetzt wo du die Stärken Handschuhe hast, aber nee. Aber ich habe doch da vorhin eine Bombe draufgelegt. Also nicht auf das hier, aber auf ein anderes eine Bombe gelegt. Doch, was ist dies? Nicht jedes Loch ist gleichbrüchig. Das ist doch dumm. Auch, dass ich immer auf die Karte drücke, statt auf meine Items. Warum? Ich habe vorhin auf ein anderes Loch eine Bombe geworfen und es ist nicht kaputt gegangen. Hm. Dementsprechend gehe ich davon aus, mit den Bomben, die ich habe, kann ich keine Löcher machen und dann geht das hier trotzdem. Im ersten Dungeon hattest du ein Loch, was du aufgebombt hast. Ja, aber hier in den anderen Löchern ging es nicht. Das ist doch dann irgendwie doof. Geht halt nicht bei jedem Loch. Ja, aber, ne? Bisschen inkonsequent. Aber du hast in diesem Raum Bomben bekommen. Ja. Also so manch, weiß ich nicht. Ich denke mal, das war wahrscheinlich einfach der Hinweis für, hey, in der Truhe waren Bomben, unter den Totenköpfen waren Bomben. How about Bombs? Und du hast mich dann eiskalt wieder den ganzen Weg zurücklaufen lassen, anstatt irgendwas zu sagen? Ja. Schon frech. Ich wollte nicht spoilern. Ich dachte also, mir erst so beim zweiten Mal, wenn dann. Bei jeder Wand, die ich nicht aufspringe. Nee, ist auch nur für optional, dann meckere ich.
Für wichtige Sachen nicht. Heißt das, ich muss jetzt wieder komplett in den Keller laufen, Isolde holen und dann zum Boss gehen? Barbara. Das macht's ja nicht besser, ne? Ich meine, ich kann vorher gucken, ob der Boss jetzt vielleicht da ist, jetzt wo Licht von oben runterkommt. Dann kann ich vielleicht auch erst den Boss machen und dann Barbara holen. Aber, ne? Mhm. Du kannst doch zuerst zu Barbara gehen. Ich hab gar keine Feen mehr. Du kannst dir ein paar erfarmen eben. Irgendwie bin ich jetzt... Du hast mich irgendwie so ein bisschen verwirrt mit all dem, was jetzt die richtige Reihenfolge ist. Weil erst war so dieses, ich habe sie jetzt geholt aus dem Knast, muss ich sie jetzt rausbringen? Nein, irgendwie nicht. Muss ich zum Boss? Irgendwie auch nicht. Dann wollte sie nicht nach oben, dann bin ich trotzdem nach oben, dann war sie weg, dann konnte ich da was aufspringen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, muss ich jetzt erst zum Boss? Muss ich sie erst holen? Oder sollte ich erstmal ganz rausgehen? Jetzt bin ich irgendwie sehr verwirrt, was die Reihenfolge ist in diesem Dungeon. Und ich weiß auch partout nicht mehr, wo der Keller ist. Weil ich merke mir das doch nicht, wenn ich da einmal war und theoretisch fertig bin. Dementsprechend keine Ahnung. Was mache ich jetzt? Du kannst Barbara erstmal wiederholen. Aber wo ist Barbara? Rechts von dir. Da geht's zum Keller runter. Weil das ist so ein ganz großes Problem, was ich auch allgemein habe, so in Spielen. Zum einen, wenn ich es nicht selber spiele, kann ich es mir nicht merken. Mhm. Also das war für mich immer ganz schwierig, wenn wir Zelda Togethers gemacht haben und dann in Dungeons, ich musste so aufpassen, dass ich mir merke, wo wir schon waren, weil ich nicht gespielt habe. Also das war irgendwie immer so ein großes Problem. Mhm. Und zum anderen habe ich das Problem, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn ihr Gebiete habt, Dungeons oder auch nicht, die ihr schon gründlich erkundet habt, und dann müsst ihr später für eine Sidequest nochmal dahin. Und dann wollt ihr ja nicht nochmal genauso gründlich erkunden, sondern einfach zum Ziel. Aber ihr findet dieses Ziel einfach nicht, weil ihr jetzt nur durchgerannt seid und es nicht in der gleichen Reihenfolge gemacht habt wie beim ersten Mal. Und das Problem habe ich hier halt auch, die war nicht links. Mhm. Dass ich, wenn ich es einmal gemacht habe und in der Theorie fertig bin damit, dann lösche ich das halt wieder in meinem Kopf, um Speicher frei zu kriegen. Und dann weiß ich halt nicht mehr, wie ich da hinkomme, weil muss ich ja nicht, hab's ja einmal gründlich gemacht. Bei mir ist es genau andersrum. Wenn ich das einmal gründlich gemacht habe, habe ich es erst recht in meinem Kopf dann für später. Nee. Und dann weiß ich so, ah, genau da muss ich hin. Okay, easy. Einfach durchlaufen. Mm-mm. Ich hab dich schon mal gerettet. Und dann finde ich es ein bisschen Betrug, dass ich sie mit dem Spiegel nicht rausbringen kann. Sie gehört zum Dungeon, also resettest du sie gleich mit? Aber sie mussten hier natürlich noch so eine ekelhafte Escort-Mission mit reinpacken. Also gehe ich richtig in der Annahme, dass wir sie jetzt erstmal rausbringen? Könntest auch vorher was anderes machen. Also zum Boss gehen? Beispiel. Aber ich bin eh fast tot. Schon, ja. Also kann ich sie aber auch erst rausbringen? Nee, lieber nicht. Also, nur damit wir uns verstehen. Ja. Du hast mich jetzt nochmal in diesen ekelhaften Keller geschickt, um sie zu holen. Mhm. Und mir dann zu sagen, dass ich jetzt mit 3 Herzen und ohne Feen zu dem Boss muss. Und wenn ich sterbe, muss ich sie nochmal aus dem Keller holen und wieder zum Boss bringen. Anstatt von vornherein zu sagen, geh doch erstmal raus und such Feen und hol dann Barbara aus dem Keller. Ich hol dir erstmal ein bisschen Heilung, dann kann ich dich nochmal hier hinstellen. Dann ist alles gut. Aber impliziert das, dass wir Barbara noch mal wegbringen müssen? Oder ist hier irgendwo ein Feenbrunnen? Ich besorgte eben ein paar Feen. Aha. Nein, ich bete mich doch nicht. Weil normalerweise, wenn ich jetzt das Spiel kennen würde und in der Situation wäre, wäre ich halt noch mal rausgegangen zu einem Feenbrunnen, hätte mir halt, naja, halt genug Feen besorgt. Mhm. Und wäre dann wieder rein, hätte Barbara geholt und wäre dann zum Boss gegangen. Mhm. Das wäre so meine Reihenfolge gewesen, damit ich nicht mit 3 Herzen beim Boss stehe und dann sterbe und dann Barbara wiederholen muss. Weil niemand mag Barbara. Anscheinend nicht. Du, ich glaube, manchmal überschätzt du meinen Skill in diesem Spiel. Ich glaube, du hast schon die effizienteste Route, aber du unterschätzt,
dass ich mich auf dem Weg dahin 80 Mal treffen lasse. Warum geht das bei dir so schnell und wieso drückst du niemals den falschen Knopf? Was ist das denn? Nein, stand in der Tür. Barbara im Weg. Barbara, ey. Aber ich sehe schon, wir könnten niemals heimlich tauschen, dass du für mich spielst. Es würde immer sofort auffallen. Einfach da, alleine deswegen, weil du nicht bei jedem Itemwechsel erstmal die Karte öffnest. Zweimal. Nun. Nun. Das ist äußerst bedrückend. Ich habe das Spiel vielleicht auch ein, zweimal häufiger als du gespielt. Kann die bitte nicht hier zu mir hinfliegen? Barbara? Die fliegt auf mich, merkt schon. So. Das sieht bei dir halt alles so gekonnt aus. Wo ich mir so denke, stelle ich mich einfach nur an? Übungssache. Weil ich Wenn du ein Spiel 10-mal durchgespielt hast oder so, kannst du es auch wahrscheinlich etwas besser als jemand, der es nur einmal gespielt hat. Also so an sich finde ich den Aufbau von dem Dungeon eigentlich voll in Ordnung und alles. Ich finde das nur ein bisschen anstrengend halt mit Barbara. So den ersten Teil fand ich voll okay. Aber dass ich die halt eskortieren muss und dass die dann halt auch noch nicht mal irgendwie die ganze Zeit dabei ist, sondern sich dann zwischendurch einfach verpisst. Vor allen Dingen, Dankeschön. Das war ja nicht so von wegen, oh nein, ich wurde von einem Monster getroffen oder von so einem Todeskrabscher oder so und bin deswegen wieder im Knast. Die ist halt legitim dahin gegangen, nee, da will ich nicht hin und ist dann wieder rückwärts zurückgegangen in ihren Gefängnis, ihre Gefängniszelle zurück. Ja. Hä? Ja. So. Warum? Also sie ist nicht so kooperativ. Nee. Ich glaube, die Barbara mag dich einfach nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich gehe lieber ins Gefängnis als dahin, ja. Aber ich habe jetzt die Muscle-Man-Handschuhe. Ja. Was will ich damit bei dem Boss machen? Gar nichts. Die sind nicht für den Boss. Wow. Die sind für den Progress. Ähnlich wie der Eisstab, den ich nie gebraucht habe. Ähnlich wie die ersten Krafthandschuhe, die du bekommen hast. Die waren auch einfach nur random für den Progress. Welcher Boss war denn da? Die Würmer. Ah ja. Wüstenpalast. Ich habe mich gerade legitim gefragt, wenn es halt eine richtig große Boss-Arena wäre, so 3D-Saldamäßig, hätte ich gesagt, gut, du musst da was anheben oder so. Aber jetzt in diesen kleinen Arenen habe ich schon so gedacht, so, was mache ich denn damit? Okay. Wer ist denn da jetzt der Boss? Hallo? Ah, jetzt kommt er! Ah, es ist zu hell! Wait, ist Barbara nicht... Oh nein, es war Barbara die ganze Zeit! Junge! Naja, die Barbara Lindner, ne? B. Lind. Nein, als ob du die deswegen so genannt hast! Na klar! Das war mir zu hoch! Das dachte ich mir schon, ich fand das gut versteckt. Was passiert denn hier? Hilfe! Toro. Ich werde die ganze Zeit nur getroffen. Warum hängt ihr mir so oft? Ich hasse Barbara! Deswegen der Tipp mit, lass dich nicht täuschen. Ist eigentlich seltsam, dass die auch in dem Knast war und so, aber irgendwie habe ich keine Ahnung. Ja, fahr einfach drauf. Ich treffe den aber irgendwie nicht mehr, glaube ich. Deshalb würde sie auch nicht nach oben, weil oben war es hell. Ich dachte, sie hätte einfach nur Angst vor dem Boss, dem ich Karabanga-mäßig, ne? Irgendwo draufspringen wollte. Gehe ich richtig in die Annahme, dass ich nicht seine Köpfe treffen muss? Nee, nur seinen Kopf. Also der an dem Körper dranhängt. Wow! Ich... Die Menschen drei Herzen für den Boss, ja? Ich sehe mich auch die Hälfte der Zeit nicht. Yay! Das war ja furchtbar. Ja. Du musst im Prinzip einfach nur 9-mal treffen. Also so als Fazit, ne? Wie gesagt, die erste Hälfte vom Dungeon war ja so, oh Hilfe, weil ich die Türen alle nicht gesehen habe und so. Und mir dachte, Orientierung. Aber das ging. Außer, dass ich vergessen habe, dass ich einen großen Schlüssel habe und damit Türen öffnen kann. Aber an sich fand ich die erste Hälfte eigentlich ganz gut. Die zweite fand ich halt schon wieder so ein bisschen...
Hier haben sie Blobbles, die schießen oder halt einfach rumblobbeln. Und hier haben sie diese lustigen Fließbänder und da haben sie Stacheln und da haben sie Abgründe und überhaupt alles. Dann haben sie noch Barbara, die sie eskortieren müssen, die sich einfach beim ersten bisschen Gefahr verpisst. Dann müssen sie nochmal holen. Und dann, wenn du sie übrigens zum Dungeon-Ausgang gebracht hättest, hätte sie gesagt, nee, da will ich nicht hin. Oh, frech! Und wenn du den Dungeon verlassen hättest, wäre sie auch wieder im Knast gewesen. Und der Boss war halt so, bla bla bla, ich habe 3 Köpfe. Quasi. Ich habe den eigentlich nur gefacetankt. Das ist doch die Taktik. Also ich glaube, ich habe mich in diesem Dungeon nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, sind wir mal ehrlich. Und ich fand den genauso furchtbar wie in A Link Between Worlds. Mhm. Verständlich. Jan, danke. Niemand mag mich. Erzählt ihr das Gleiche? Nee, erzählt was anderes. Ach so. Ein weiser Mann hat die Schattenwelt versiegelt. Evil Monsters. Die Ritter von Hyrule wurden fast alle vernichtet. Und ich bin der Letzte, der hier überhaupt noch irgendwas machen kann. Und ich könnte der Held aus der Legende werden. Ich kann Ganon bestimmt besiegen. Ganon, Ganondorf, Aghanim. True Final Boss der Hasrala. Ist auch der Dungeon, den ich am wenigsten mag. Also, ich weiß gar nicht. Also ich fand den Boss jetzt ehrlich gesagt ein bisschen kacki. Aber Moldorm war halt wahrscheinlich noch kackiger. So, ne? Dungeon. Also mein Blutdruck ist gestiegen in diesem Dungeon. Und das war nicht so schön. Und da musste Jan mir helfen. Und das war... Also du bist schön. Ich hab dir für den Dungeon nicht geholfen. Ich hab dir nur ein bisschen Heilung geholt. Ja, aber ich fühle mich hinterher immer so ein bisschen so schlecht, wenn ich mich aufgeregt habe und wenn du mir dann helfen musstest, irgendwie was zu lösen oder was zu farmen oder so, denk ich mir immer so, hättest dich auch einfach mal nicht aufregen können. So irgendwie. Alle, genau das. Hätte ich doch mal zuerst den dritten Dungeon gemacht. Wäre vielleicht angenehmer gewesen. Aber alle meine Hoffnungen ruhen auf Dungeon Nummer 5. Das heißt, wir könnten dann... Wie spät haben wir denn jetzt? Ah ja. Wir könnten dann beim nächsten Mal Dungeon 3 machen. Der ist ja hier quasi direkt. Ich glaube, in der Link Between Worlds war da auch ein Dungeon. Habe ich irgendwie das Gefühl. Aber... Ja, den kann man auf jeden Fall machen. Dann hat man da auch die ganze Ecke soweit. Und dann wäre ja 5 auch theoretisch der nächste. Weil 4 haben wir ja gerade gemacht. Dann würde ich fürs nächste Mal wahrscheinlich 3 und 5 versuchen anzustreben, wenn ich nicht in der Gacha-Hölle wieder irgendwo lande. Aber so viele Häuser sind auf dieser Karte nicht mehr. Mm-mm. Ich habe das Gefühl, vielleicht war ich sogar schon in jedem Haus. Du warst... Da noch nicht drin. Ja, stimmt. Da kann ich theoretisch noch mal eben hin, bevor ich das vergesse. Weil das nur noch dieses eine Haus ist, wo der schwere Felsen vor war. Aber ich habe ja gesagt, ich vermute, dass ich in Dungeon 3 oder 4 stärkere Krafthandschuhe bekomme. Weil ich sonst hier, also ich komme natürlich oben auf dem gleichen Wege wieder raus, aber ne? Weil ich so an sich... Much awesome, much wow. Dieses Haus ist... okay. Ist einfach zerstört. Ich bleib einfach mal da stehen. Siehst du die Gesichter auf den Steinen vor dem Haus? Wie so kleine Geister? Mhm. Warum klangst du so traurig dabei? Müssen wir noch 1-2 Kleinigkeiten machen. Warum? Weil es sich gleich lohnen könnte. Aber warum heute? Na gut, du kannst auch beim nächsten Mal noch machen. Das stimmt. Oder sind die woanders? Nee, die wären hier in der Nähe. Dann würde ich erstmal hier stehen bleiben. Okay. Die Gesichter auf der Treppe. Also, wenn, sieht aus, als hätte so eine Schutzbrille auf. Ja, wenn dann das, ja. Aber die Geister finde ich süßer. Oh Gott, die abgeschnittenen Pflanzen. Nein! Scheiße, richtig passiv-aggressiv. Wo denn? Das sind die Augen.
Ach, da! Die lilanen Dinger sind die Augen und das dazwischen ist so ein Mund. So ein Clownsgesicht auch so ein bisschen. So ein bisschen. Das ist fein. Überall Gesichter. Ja. Ja, nun. Okay. Also, ich habe halt echt so das Gefühl, ich habe ja, glaube ich, am Anfang irgendwann mal gesagt, dass ich finde, A Link to the Past ist halt echt kein schweres Zelda so im Vergleich. Ich meine, Zelda allgemein ist jetzt nicht so, abseits jetzt vielleicht von Zelda 2, ist die Reihe ja an sich schon nicht so knüppelhart, ne? Also jetzt nicht Dark Souls oder so. Aber es gibt natürlich auch da, finde ich, Unterschiede. Also ich denke zum Beispiel, dass Wind Waker schon leichter ist als manch anderer Teil. Deswegen finde ich auch immer Wind Waker zum Einsteigen eigentlich ganz so gut, wenn mich jemand fragt, weil ich finde, dass das zwar nicht hundertprozentig so diesen Zelda-Spirit einfängt, eben weil du etwas mehr hast und nicht so wirklich, naja, Hyrule an sich. Aber so vom Schwierigkeitsgrad her finde ich Wind Waker eigentlich sehr einsteigerfreundlich zum Beispiel. Und Zelda 2 zum Beispiel überhaupt nicht. Und anfangs dachte ich halt so, A Link to the Past ist auch eher so leichter, so auf Wind Waker-Niveau. Und ich würde schon fast sagen, dass die ersten paar Dungeons auch wirklich eben genau das wiedergespiegelt haben. Aber ich finde jetzt, die Schattenwelt hat schon ganz schön angezogen. Also ist jetzt nicht, dass es knüppelhart ist oder so, aber dadurch, dass halt auch viele Gegner zwei Herzen machen und du halt auch gerne mal viele Gegner auf einem Screen hast, also da sind ja schon manchmal fünf Stück oder so, die dich von allen Seiten angreifen, die auch gerne mal so ein bisschen auf Distanz kämpfen können, Pfeile schießen, Bomben werfen, wie auch immer. Oder auch in den Dungeons die ganzen Blobbel, die mit Feuer um sich schießen und so. Und dann hast du da vielleicht noch Stacheln in dem Raum und dann noch irgendwie Fließbänder und so. Also ich finde schon, dass man da halt merkt, dass die Schattenwelt doch schon schwieriger ist. Deswegen kriege ich da auch gerne mal so ein bisschen auf die Nase. Oder, wie gesagt, mein Blutdruck steigt. Gott sei Dank ist mein Blutdruck eh recht niedrig, also ist nicht schlimm, wenn der ein bisschen steigt. Ja, aber ich denke dann im Hinterher immer so, hättest dich ja, wie gesagt, auch einfach mal nicht drüber aufregen können, aber meine Güte. Dann haben wir das Diebesversteck auf jeden Fall geschafft. Das ist ja schon mal gut, da müssen wir da nicht mehr rein. Und können dann beim nächsten Mal hoffentlich, ich weiß es ja nicht, einen angenehmeren Dungeon machen mit dem, ich sag mal, Wald-Dungeon. Wobei, ich glaube, Skelettwald stand dran. Mhm. Weiß ich nicht. Kommt drauf an, ob die Skelette tot bleiben, wenn ich sie einmal getroffen habe. Wenn nicht und die ganz hinterherlaufen, gucken wir mal. Aber das wäre auf jeden Fall so dann der Plan für den nächsten Stream. Und generell denke ich auch, wenn wir jetzt Dungeon 3 und 5 eventuell beim nächsten Mal machen, weil die Gebiete an sich, wo die sind, sehen mir nicht so aus, als könnte ich da jetzt so ultra viel erkunden, sag ich mal. Ist halt die Frage, ob wir dann 6 und 7 auch in einem machen könnten. Mal gucken. Und dann mindestens ja noch ein Stream für optionalen Stuff und Final Boss und so. Also ich denke, 3 Streams werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Mehr ist natürlich immer möglich. Kommt auch so ein bisschen auf die Länge an.